Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Bitwalker. Willkommen zu einer kurzen Präsentation eines netten technischen Gadgets. Und zwar geht es ums Kochen. Ja, Männer und Kochen ist immer so eine Sache. Allerdings muss ich sagen, koche ich sowieso recht gerne. Und seit einem knappen Jahr haben wir einen Küchenhelfer, der auch sehr viel Spaß macht. Und zwar nutzen wir einen Thermomix TM5 zu Hause. Das ist eines dieser Wunderkochgeräte, sage ich mal, mit dem man alles machen kann, so ziemlich. Ja, also so ein Gerät, wo es zwar ordentlich Geld kostet, aber wirklich viel Spaß macht und sehr viele Sachen in der Wohnung ersetzen kann, was das Kochen betrifft natürlich. Und dieser Thermomix TM5 hat ja auch eine digitale Steuerung mit Display, wo man ganze Kochbücher über einen Chip direkt andocken kann und dann auch diesen entsprechend Schritt für Schritt die Speisen zubereiten kann. Seit Kürze gibt es auch den Cook Key. Den habe ich hier. Das ist ein WLAN-Adapter, der es ermöglicht, über das Rezeptportal zuzugreifen, dort Rezepte zu managen, diese Rezepte zu favorisieren, zu ordnen, zu sortieren und dann direkt mittels dieses Modul auf den Thermomix zu transferieren. Also man kann es dann synchronisieren. Das zeige ich euch dann, wie das im Portal auf der Homepage ausschaut. Aber zuerst will ich euch zeigen, wie dieser Cook Key am Thermomix ausschaut und was da alles machbar ist, wie das funktioniert. Also ich bin nur gespannt, was ihr dazu sagt. Thermomix Cookie, Einführungspreis von 100 Euro, kostet es glaube ich um die 120 Euro. Ganz eine praktische Sache, weil man natürlich auch gleichzeitig auf das ganze Rezeptportal Zugriff hat, auf dieses Cookie Do nennt sich das. Das ist das Rezeptportal, da gibt es mittlerweile 2200 Rezepte oder 2020 Rezepte. Das Ganze läuft im Jahresabo, kostet knapp 36 Euro im Jahr. Wenn man sich diesen Cook Key kauft, hat man ein halbes Jahr mal als Testversion mit dabei. Also ganz eine praktische Sache. Wenn ihr Rezepte vorher schon gehabt habt auf diesen Chip, also euer Portal mit diesen Chips aktiviert habt, bzw. die Chips auf eurem Portal freigeschaltet habt, habt ihr diese Rezepte sowieso immer. Mit dem Jahresabo habt ihr dann den Zugriff auf alle Rezepte, die allgemein überhaupt da drinnen sind. Und das ist wirklich eine riesengroße Auswahl. Ich würde sagen, wir starten mal in die Küche zum Thermomix und da stecken wir dann mal an und schauen uns mal an, wie das Ganze dort funktioniert und ausschaut. So, wir sind jetzt nun in der Küche vor dem Thermomix TM5 und den Anschluss hier auf der Seite kennt ihr ja, da werden die Rezeptchips draufgeklickst. Ja, und der Cook Key, der hat auf der Rückseite genauso diesen Anschluss mit diesen Kontakten und der wird auch dann entsprechend hier einfach drauf geklickt. Hier, wo mein Daumen unter bei drinnen ist, also wo der Daumen drauf ist, ist unter bei die ID drinnen. Mit dieser ID verknüpft man diesen Cook Key mit seinem Rezeptportal. So, der wird jetzt genau drauf geklickt und haltet automatisch magnetisch fest, genauso wie es mit dem Chip ist. So, der Cookie ist montiert, jetzt schaltet man den Thermomix TM5 ein. Und ihr werdet vielleicht gleich sehen, das Displaybild schaut anders aus wie bei den Leuten, die den Cookie nicht haben. Ja, das ist einfach so, der Cookie hat jetzt die Verbindung mit dem Internet und ermöglicht natürlich auch Software-Updates damit. Ja, also man bekommt immer die aktuelle Firmware für das Gerät, was natürlich auch sehr praktisch ist. So, der markante Unterschied am Anfang ist gar nicht so ersichtlich, vielleicht, außer vielleicht hier ein kleines Symbol hier oben. Das sind zwei so Pfeile. Mit diesen Pfeilen kann man die Daten synchronisieren. Also die Daten, was man auf dem Portal eingibt, was man ändert, die Rezepte, die man zusammenfügt, die kann man mit diesen Button, jetzt sind die Pfeile hier schwarz, ist wieder kurz weg, jetzt wieder schwarz. Da stellt einfach die Verbindung her mit dem Portal. Und mit diesem Button kann man das Ganze dann synchronisieren. Und das mache ich jetzt einmal. Ich klicke hier drauf. Da verbindet sich jetzt der Thermomix über den Cookie mit Cookie-Do und synchronisiert das, was ich dort geändert und eingestellt habe. Hier oben seht ihr auch die Qualität der WLAN-Verbindung. Und mit OK gehen wir wieder raus. So, und dann geht es auch schon los. Da sieht man hier schon, welche Rezepte ich besitze, sind 218 und kann hier schon mal ein bisschen zusammenarbeiten. Habe meine Lieblingskollektionen, Lieblingsrezepte, meinen Wochenplaner, also das, was ich auf der Webseite in die Woche hineinplane, hineinstelle, habe ich hier dann auch. Ich habe meine Listen und das ist zum Beispiel eine neue Funktion, die schauen wir mal an, meine Listen. Habe eine Liste erstellt, die heißt neu zum Probieren, das sind einfach Rezepte, die ich gesehen habe und gesagt, hey, Moment, die Rezepte möchte ich irgendwann mal testen. Die sind da jetzt drinnen. Klicke drauf und dann haben wir es auch schon. Also wir haben hier Bananen, Curryreis, Blumenkohl, Chili, Chili con Grünkern oder Dal.
Das Teil wählen wir mal aus und kann natürlich hier gleich die ganzen Sachen dann entsprechend anschauen. Für 6 Portionen, was brauche ich für Rezepte? So wie wir es kennen, aber eben nicht auf unseren Chip, sondern einfach ist hier auf dem Cookie2-Portal hinzugefügt und synchronisiert auf unseren Cookkey. Also hier die ganzen Sachen, was ich habe, kann man anschauen und dann entsprechend gleich losstarten. Dann kann ich direkt hier gleich loslegen, drücke auf Starten und dann würde ich schon mit dem Kochen beginnen können. Menümäßig hat sich ein bisschen was getan, auch aufgrund der neuen Software. Es gibt jetzt die Möglichkeit, hier bei den Einstellungen das Netzwerk zu konfigurieren. Das ist ganz klar, das braucht man, um natürlich eine Verbindung zu haben zu seinem WLAN. Das geht auch ganz easy natürlich, nachdem wir einen Touchscreen haben, geht es relativ einfach. Man sagt einfach neue Verbindung, sucht dann ein WLAN, gibt ein Passwort ein und die Sache ist gelaufen. Und hier habe ich die Verbindung, die steht bei mir. So, was neu dabei ist, die Töne. Man kann hier Synchronisierungstöne aktivieren oder die Weiter-Taste aktivieren. Das hören wir uns vielleicht ganz kurz an. Das ist auch mittels Update, wenn mich nicht täusche, dazugekommen. Zumindest wäre es mir vorher nie aufgefallen. Ich schalte es jetzt einmal ein, drücke mal auf Synchronisieren und dann hören wir dann einen Ton, wie sich das Ganze anhört, wenn er fertig ist. Bitte, Synchronisierung ist abgeschlossen. Und jetzt was kochen würde, kann ich den Weiter-Button, da habe ich dann immer so ein Klicken zum Hören. Ob man es haben will oder nicht haben will, ist natürlich eine persönliche Entscheidung. Wir sind eher die, die nicht unbedingt diese ganzen Geräusche brauchen. Aber jeder, wie er will, kann sich ja einstellen. Also das ist immer hier so ein grober Blick auf den Cookkey hier am Thermomix TM5. Ganz eine praktische Sache. Und jetzt zeige ich euch, wie das Ganze mit dem Portal zusammenhängt und wie ihr dort entsprechend die Rezepte sortieren oder anlegen könnt, Listen anlegen könnt, damit sie nachher hier natürlich entsprechend auch am Cookkey landen. So, ich befinde mich jetzt beim Rezeptportal von Thermomix, cookie2.de. Hier die Übersicht, ihr seht hier links meine Rezepte, 369, da ist bitte nicht schrecken und Sie denken, oh, das ist aber schon wenig. Ja, das sind die Rezepte, die ich aufgrund unserer Chips habe, die ich vorher schon registriert habe. Das sind persönliche Rezepte, das sieht man hier an diesem Männchen-Symbol unten. Das sind die Rezepte, die mir gehören, die ich eben aktiviert habe, hier über meinen Rezeptchip aktivieren. Hier unten bei meinen Cookkey aktivieren, da könnt ihr euren Key eben mittels dieser ID, die sich auf der Rückseite des Gerätes befindet, aktivieren. Und somit wird einfach auch das Gerät mit eurem Profil verknüpft und beim Synchronisieren weiß er ganz genau, aha, da muss ich darauf zugreifen, weil das ist dieser User. So, aber wie komme ich jetzt zu den ganzen Rezepte, die ich haben will, zu alle? Und das wird euch jetzt wahrscheinlich gleich umhauen. Ich habe ja vorher gesagt, irgendwas von 2200 Rezepten. Hier bei Stöbern und Shoppen muss ich natürlich drücken und hier geht ihr auf alle Rezepte. Tja, und mittlerweile sind es 2603 Rezepte, auf die ihr zugreifen könnt. Und ihr seht hier unten, dieses Schlosssymbol ist offen, das heißt, die sind alle angelockt, unlocked und die könnt ihr jetzt auch verwenden. Also alle Rezepte, die zur Verfügung stehen, gehören jetzt auch zu eurer Bibliothek, solange ihr dieses Abo natürlich habt. So, das Ganze ist natürlich von der Funktionalität genau gleich, wie es bei euren Chips ist. Ihr könnt hier nach Kategorien sortieren. Ihr könnt einfach suchen, indem ihr irgendwas eingibt. Ich suche mal, ja, welcher hier aufpoppt, Milchreis und klicke drauf. Dann bekomme ich auch alles, was hier mit Milchreis zu tun hat. Wenn ihr jetzt so ein Rezept habt, zum Beispiel hier das Milchreis-Eis mit Mandellikör und Erdbeeren, mein, da läuft mir gleich das Wasser in zusammen, dann könnt ihr hier draufklicken und könnt mit dem Rezept jetzt ein paar Sachen machen. Ihr könnt jetzt dieses an den Wochenplaner schicken, heute, morgen, übermorgen, zu Favoriten hinzufügen oder zu meiner Rezeptliste hinzufügen. Und das ist euch die, was ich euch vorhin gezeigt habe. Ich klicke hier und habe hier neu zum Probieren. Das ist die Liste, die ihr gesehen habt auf meinem Thermomix. Oder sage ich mal, ich mache eine neue Liste, die nennt sie dann Nachspeisen und Speichern. Dann ist dieses Rezept jetzt drinnen bei Nachspeisen. Das Ganze könnt ihr euch natürlich auch hier anschauen bei der Rezeptbibliothek, bei meinen Rezeptlisten. Und da habe ich hier Rezeptliste Nachspeisen, da sind die drinnen. Und hier bei Neu zum Probieren sind die anderen drinnen, die ich schon hier hinzugefügt habe.
Wenn ihr auf euren Thermomix mit dem Cookkey auf Synchronisieren klickt, habt ihr genau alle diese Rezepte auch auf dem Chip drauf und könnt dann mehr oder weniger offline die Sachen kochen und braucht nicht da irgendwo verbunden sein mit dem Internet. Der Cookkey muss alle 24 Stunden oder alle 10 Rezepte oder 5 Rezepte, irgend sowas, der muss halt regelmäßig aufs Internet zugreifen, um natürlich abzugleichen, ob das Ganze hier noch rechtens ist, sprich ob ihr noch ein Abo habt, ob euch diese Sache nicht abgelaufen ist. Also Internetverbindung ist schon immer wieder nötig. Könnt ihr geschwind nachschauen, wie oft, ich kann es jetzt gar nicht genau so sagen. Der Cookie online kaufen gibt es ja mittlerweile. Und momentan hier noch im Aktionspreis. Ja, da schnürgt euch einfach mal selber durch, ich weiß es gar nicht genau, aber alle paar Tage oder was muss ich da halt zugreifen aufs Internet. Aber ist nicht das Problem, hat man normalerweise zu Hause, denn der Thermomix steht ja normalerweise auf seinem Platz in der Küche oder wo auch immer ihr kocht. Ja, also ganz eine spitzen Sache und die Favoriten natürlich auch, die was ihr mit diesem Stern markiert habt, auch diese Sachen landen dann am Thermomix und können auch direkt dann dort gekocht werden, ohne dass man da großartig herumtun muss. Also ich muss sagen, es macht wirklich Spaß und vor allem hat man jetzt einen riesen Zugriff und 36 Euro im Jahr finde ich jetzt auch nicht so schlimm. Dieser Betrag, der sicher in Ordnung ist, für das, was die Kollektion immer steigt. Also es ist wirklich, als ich eben letztens nachgeschaut habe, waren es knapp 2200 Rezepte, mittlerweile sind es 2603. Also ich denke, da wird sich einfach immer irgendwas tun, wenn irgendwelche Kochbücher hinzukommen, dass es immer wieder was Neues gibt und natürlich hier Abwechslung ohne Ende zu finden sein wird. Ja, das war es von meiner Seite vom Cookkey für den Thermomix TM5. Würde mich freuen über Feedback, Kommentare, wie es euch so geht mit eurem Thermomix und bin schon gespannt, was ihr dazu sagt. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns anders mal oder vielleicht immer bei einem Austausch für gute Rezepte. Würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ich was höre von euch. Bis zum nächsten Mal. Pfiat euch. Tschüss, ciao. Euer Bitwalker.